Dann möchte ich Sie alle herzlich willkommen heißen zur Präsentation unserer Kandidatinnen zur Nationalratswahl. Bei dieser Wahl treten in der Steiermark über 50 Kandidatinnen und Kandidaten an und das spiegelt die gesamte Vielfalt der Steiermark wider. Wir haben Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Leben, Kandidatinnen und Kandidaten, die Erfahrungen gemacht haben in Beruf, in Familie, aber auch in ihrem Leben an sich. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir eine Liste haben, die von 4 Frauen angeführt wird in der Steiermark, also geballte Frauenpower bei uns hier. Und wie Sie sicherlich alle wissen, haben wir in der Steiermark ja ein ganz besonderes Modell, wie wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Das passiert nicht im dunklen Hinterzimmer der Politik, wo einfach jemand hergeht und sagt, ja, du bist diesen Platz 1, du bist diesen Platz 2, du bist diesen Platz 3, sondern wir haben ein offenes und transparentes Vorwahlverfahren, an dem auch alle Österreicherinnen und Österreicher teilnehmen konnten und unsere Kandidaten ihre Stimme geben konnten. Und bei dieser Nationalratswahl haben über 6.500 Österreicher ihre Stimme abgegeben, um ihren Favoriten im Nationalrat zu sehen. Und unter anderem die ersten 4 in der Steiermark sind heute 4 Frauen. Und ich freue mich ganz besonders, mit unserer Spitzenkandidatin, der Fiona Fiedler, in diese Wahl zu gehen und dort für Stimmen und für unsere Ideen zu kämpfen. Fiona, bitte. Mein Name ist Fiona Fiedler. Ich bin 43 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinen 2 Söhnen in Kaimbach bei Graz. Bildung ist etwas, was man keinem Menschen nehmen kann. Inklusion, Klimaschutz, Umweltbewusstsein, Offenheit gegenüber anderen Menschen sind Werte, die ganz früh schon vermittelt werden sollten. Das ist auch ein Grund, warum ich Volksschullehrerin geworden bin. Ich liebe es, Kindern beim Wachsen zuzuschauen, sie zu unterstützen beim Lernen und ihnen die Freude am Lernen zu erhalten. Allerdings ist es nicht immer möglich, das so zu tun, wie es allen Kindern zusteht, weil es immer wieder Kinder gibt, die besondere Bedürfnisse haben. Sei es zum einen eine nicht deutsche Muttersprache, Verhaltensauffälligkeiten, viele Gründe. Und da gibt es Betreuungspersonen, die in die Klasse kommen und den Kindern den Alltag erleichtern sollen. Allerdings dauert es vom Ansuchen so einer Betreuungsperson bis zum tatsächlichen Erscheinen in der Klasse bis zu 6 Monate. Ich durfte das selbst erfahren und das ist ein Zustand, der einfach nicht tragbar ist. Weder für das betroffene Kind selbst, noch für die anderen Kinder in der Klasse und auch nicht für die Lehrperson. Wir NEOS haben einen Chancenbonus, den wir gern einrichten möchten, der helfen soll. Das ist ein Konto für jedes Kind, das es mitnehmen kann, egal welche Schule es besucht. Und mit einer echten Schulautonomie wäre es den Schulen möglich, auf dieses Konto zuzugreifen und eben diese Kinder zu unterstützen. Kinder sind unsere Zukunft und deswegen kandidiere ich für den Nationalrat. Danke, Fiona. Mein Name ist Karin Liebenbauer. Ich bin auch verheiratet, habe 2 Kinder, bin in der Südsteiermark geboren und aufgewachsen, komme aus einer Familie mit sehr unterschiedlichen politischen Anliegen. Das heißt, ich habe früh gelernt, Argumente zu liefern und eine eigene Meinung zu bilden. Ich habe später in Graz studiert und war lang bei der Steiermark Tourismus tätig. Danach hatte ich das Glück, Teil der des Organisationsteams von Graz 2003 Kultur, Hauptstadt Europas zu sein. Das war eine tolle Zeit, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit und danach bin ich nach Wien gegangen, habe meine Kinder bekommen und eine inklusive Bildungspolitik ist deshalb meine Herzensangelegenheit, weil sich erst durch meinen Sohn ergeben hat, der ist jetzt 10 Jahre alt, von Geburt an behindert und Epileptiker. Durch ihn habe ich eben erkannt, wie wichtig Inklusion und Chancengleichheit ist. Anton ist jetzt 10 Jahre alt, er kann noch nicht lesen und schreiben. Er könnte es lernen, wenn er Zeit dafür hat. Die Zeit wird ihm laut Gesetz nicht unbedingt gegeben, weil es kein Recht auf 12 Schuljahre gibt für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Das ist unter anderem eine Sache, die verändert gehört. Es soll eine gleiche Chance für jeden geben. NEOS steht für diese Chancengleichheit und vor allem für Eigenverantwortung. Wir brauchen ein Bildungssystem, das individuelle Stärken erkennt und fördert. Wir stehen in Zukunft wirklich vor sehr großen Herausforderungen und dafür brauchen wir Individualisten, Visionäre und vor allem Querdenker.
Das heißt, das Bildungssystem muss Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu äußern. Ich bin ein sehr politischer und kritischer Mensch, aber vor allem auch ein sehr empathischer, leidenschaftlicher und freiheitsliebender Mensch. Ich liebe das Gespräch mit den Menschen, ich mag die Diskussion, ich habe keine Berührungsängste und ich möchte vor allem etwas gegen diesen Stillstand, dem System und Machterhalt, der derzeit in der Politik herrscht, etwas machen. Es muss ein Ende haben. Die Politik interessiert sich derzeit nicht für die Anliegen der Menschen und schadet Österreich aus meiner Sicht. Ich sitze heute hier, weil NEOS die einzige Bewegung ist, die echte Lösungen für Herausforderungen der Zukunft bietet. NEOS ist vor allem authentisch, eine Bewegung aus der Mitte, die mit Mut und Innovation dieses verstaubte, machtgierige System aufzubrechen versucht. Ja, grüß Gott, mein Name ist Julia Eichenhauser, ich bin 23 Jahre alt, von Beruf Sekretärin und habe meine Jugendzeit im Heim verbracht. Deshalb ist der Sozialbereich auch das große Anliegen, mit dem ich kandidiere für den Nationalrat. Während dieser Zeit sind mir einige Dinge aufgefallen, zum Beispiel, dass es zu wenig Betreuungspersonen gibt, die es gibt, sind schlecht bezahlt, oft überlastet, können von dem Geld nicht leben, das sie verdienen. Und viele Maßnahmen laufen mit dem 18. Lebensjahr aus in manchen Bundesländern, was dazu führt, dass viele Jugendliche auf der Straße stehen mit 18, in die Obdachlosigkeit rutschen, in die Kriminalität rutschen. Und dazu gibt es leider keine Zahlen. Also wir wissen nicht, wie viele Kinder und Jugendliche in Österreich obdachlos sind. Es gibt dazu immer wieder vereinzelt irgendwelche Statistiken, aber nie das Gesamtbild. Und das sind nicht die einzigen Zahlen, die fehlen, sondern im Sozialbereich fehlt es an allen Ecken und Enden an Zahlen, Daten und Fakten, die wir so dringend benötigen, um wirklich zu beurteilen, ob Maßnahmen funktionieren oder nicht funktionieren, was im Sozialbereich gut und schlecht läuft. Und um diesen Missstand zu beseitigen, das ist meine wichtigste Forderung für diese Nationalratswahl, und zwar eine Transparenzdatenbank für den Bereich Soziales. Ja, hallo, ich bin Katrin Jamnik, bin 31 Jahre alt, komme aus Graz und bin selbstständig. Also ich bin EPU und habe meine eigene kleine Kreativagentur. Bin NEOS Newcomerin, bin seit Mai Parteimitglied und das Thema, das mich am meisten bewegt, ist das Thema Tierschutz, weil es mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Meine Eltern haben mir damals schon nahegelegt, dass Tierhaltung über artgerechte Haltung hinausgehen darf und hinausgehen soll. Und ja, so bin ich heuer auch zum Grazer Verein Wildtiere in Not gestoßen, die ja selber in Not geraten sind. Das ist ein recht politisches Thema geworden, weswegen ich dann auch eine Petition gestartet habe, weil mir das wirklich aufgeregt hat, dass so ein wichtiger Verein für die Steirerinnen und Steirer nicht Bestand haben darf. Die Petition habe ich dann mit knapp 25.000 Stimmen in der Grazer Stadtpolitik einreichen dürfen. Und so habe ich halt auch gemerkt, wenn man in der Politik was ändern will, muss man auch wirklich Teil davon werden. Und da bin ich froh, dass ich bei NEOS als Bürgerinnenbewegung eine ideale Heimat für meine Ideen und Anliegen gefunden habe. Die da zum Beispiel wären, die Spannungen zwischen Klimaschutz, Tierwohl und Unternehmertum aufzubrechen, beziehungsweise auch in diesen Bereichen Schnittstellen zu finden und zu fördern. Ganz konkret frage ich mich, muss es wirklich sein, dass österreichische Rinder lebend bis ins EU-Ausland transportiert werden, zum Beispiel bis nach Katar? Gibt es wirklich keine besseren Lösungen als Vollspaltenböden in der Nutztierhaltung? All diese Fragen stelle ich mir, diese Fragen möchte ich auch beantworten können und humane Lösungen mit Fokus auf das Tierwohl finden. Danke. Super. Unsere Kandidatinnen zur Nationalratswahl. Wenn es noch Fragen gibt, ruhig her damit. Sie haben über die Bildung gesprochen. Jetzt haben wir einen Vergleich in Österreich, wo Kopf bereits praktisch das meiste Geld ausgegeben. Und das Bildungsziel ist immer wieder dabei. Jetzt sagen Sie, wir müssen noch mehr Geld ausgeben. Glauben Sie, dass das eine Lösung ist? Ich glaube, dass man in die Bildung investieren muss, weil das das Grundgut ist, das jeder Mensch hat. Ja, aber wir geben schon so viel aus. Wie sehen Sie das als Praxis, weil das ist anscheinend selbst einmal mit der Arbeitsseite Wagner. Die Bildungszielerreichung ist ja eigentlich die stimmt ja nicht. Die Statistiken sagen, bereits in der Volksschule werden die der quasi vorgegebenen bescheidfolgenden Bildungsziele nicht erreicht. Und die Kinder werden praktisch durchgeschoben. Es gibt jetzt eine neue, also NGPD jedes Jahr, Untersuchung, dass wir Polytechnikum-Absolventinnen haben, die über das Bildungsziel der dritten Klasse schon nicht hinausgekommen sind.
Genau. Ja, vielleicht, wenn ich zur Finanzierung genau was sagen dürfte, uns geht es doch um Schulen in Zukunft anders zu finanzieren. Wir gehen jetzt mit der Gießkanne drüber und geben jeder Schule einen gewissen Teil. Und unser System, wo wir hinwollen, ist der sogenannte Chancenbonus. Das heißt, pro Kopf bekommt jedes Kind nach einem sozialen Index das Geld, das es vor Ort benötigt. Weil die Fiona hat zum Beispiel das Beispiel gebracht, wenn einem Kind, das vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, an eine Schule kommt, wo für jedem Kind gleich viel Geld da ist, obwohl es eigentlich mehr Betreuung benötigen würde. Und jetzt kann ich lange und bürokratisch ansuchen und hoffen, dass ich ein zusätzliches Hilfspersonal reinbekomme. Oder wir schauen wirklich, dass für jedes Kind gerecht viel Geld da ist, dass die Schule, die am besten weiß, was für die Kinder das Beste ist, nicht die Politik darüber, nicht der Landesschulrat oder die Landesdirektion jetzt entscheiden müssen, was, wie das Geld dorthin fließt, sondern dass die Schule mit ihrem eigenen Geld dort autonom entscheiden kann, braucht sie eine zuständige Kraft, die dann noch mithilft, oder braucht sie nicht. Also es geht nicht wirklich darum, jetzt noch unendlich viel mehr Geld rein zu investieren, obwohl man noch immer Bereiche in der Bildung hat, wo unserer Meinung nach mehr Geld vonnöten wäre, sondern es geht vor allem um eine klügere, bessere, dem Kind entsprechendere Verteilung. Kommt auf den Bereich drauf an, wenn ich mir das Hochschulsystem anschaue, ist auch Bereich Bildung, würde ich ganz klar sagen, nein, im Vergleich, internationalen Vergleich. Ich hätte auch eine Frage, wenn schon der Kollege stellt. Wie wichtig ist es eigentlich für die NEOS, dass eben, hier auch ein Geschlechterausgleich bei der Kandidatenliste stattfindet und dass eben auch mehr Frauen in die Politik kommen? Wir sehen, dass Frauen unterrepräsentiert sind in der Politik und dementsprechend ist es unser wichtiges Anliegen, Frauen dazu zu bringen, aktiv Politik mitzugestalten. Und ich glaube, unsere Liste zur Nationalratswahl ist das perfekte Beispiel dafür, dass man keine Quote braucht, sondern dass man wirklich schauen sollte, dass Kompetenz zählt. Also 100% Frauenquote wäre natürlich ein bisschen übertrieben, aber bei uns hat es ohne funktioniert und das freut uns natürlich enorm. Wir haben auch eigene Promotivprogramme, wo wir aktiv auf Frauen in unserer Organisation zugehen und sie dazu ermutigen und ihnen helfen, auch in der Politik Fuß zu fassen, wo sie einfach lernen, was ist es in der Politik zu sein, was muss ich dafür können, was brauche ich rhetorisch, was muss ich inhaltlich können, und so versuchen wir auch Frauen aktiv dazu ermutigen, diesen Schritt zur Kandidatur und zum Mandat auch mit uns zu gehen. Okay, und gesetzliche Quoten von anderen, also damit das auch in anderen Parteien stattfinden würde, ist bei euch definitiv kein Thema. Und wie wahrscheinlich ist, wie viele Kandidaten aus der Steiermark ins Parlament kommen werden? Wir haben grundsätzlich immer in der Steiermark ein Grundmandat. Das hat er bis jetzt irgendwann gerissen in der letzten Periode. Diesmal ist Listenspitzenkandidaten die Fiona. Das heißt, die Fiona hat dementsprechend dieses Grundmandat. Und bei jedem weiteren Mandat braucht man natürlich die dementsprechenden Prozente. Und mit wie vielen rechnen Sie, dass Sie wie viele Sitze das bekommen werden? Wir werden ganz sicher einen Sitz haben, über jeden weiteren Sitz wollen wir. Das ist sehr schwer auszurechnen mit den Sitzen. Wir sind derzeit 10, wir wollen definitiv wachsen, aber die genauen Mandatszahlen kann man nicht sagen, weil man ja ein Mandat mehr hat, wenn man zum Beispiel einen Regionalwahlkreis ein Mandat erreicht, einen Landeswahlkreis. Und da ist es halt, kann man vom bundesweiten Ergebnis gar nicht wirklich sagen, wie viel Prozent und wie viele Sitze man am Schluss wirklich haben wird. Das sind wir ab- und aufrunden dann. Und mit wie viel Prozent rechnen Sie jetzt zum Beispiel in der Steiermark? Wir haben bei der Europawahl gezeigt, dass uns so viele Bürgerinnen und Bürger wie noch nie gewählt haben. Und genau da wollen wir weitermachen und schauen, dass unsere Ideen und unsere Konzepte noch bei mehr Bürgern Anklang finden und dass uns mehr Bürger wählen. Und welches Ministerium würde euch interessieren, sollte es aus einer Koalition kommen, wo ihr mitentscheiden würdet? Ich glaube jetzt. Träume kann man immer. Ich würde nie spekulieren, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber wenn, welches Ministerium wäre vielleicht am interessantesten? Ich glaube, die Frage stellt sich jetzt nicht, weil jetzt die Bürgerinnen und Bürger am Zug sind. Ich kann lange davon träumen, dass ich Bundespräsident wäre, theoretisch. Erstens kandidieren, zweitens wo, drittens müssen die Bürgerinnen und Bürger mich erstmal wählen. Und ich glaube, alles Weitere schauen wir dann, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Was ist die Grundtendenz von EOS? Was ist das wichtigste Anliegen von EOS? Das meine ich damit. Genau. Das wollen wir rausführen. Ja, unser wichtigstes Anliegen ist ganz klar, das was bei EOS immer schon das Thema Bildung. Und was derzeit natürlich noch dank
muss ich sagen, traurigerweise aufgrund all dieser Skandale passiert ist, dass der Politik auch der Anstand fehlt mittlerweile. Dass es einfach Gesetze braucht, die in Richtung Parteienförderung dafür sorgen, dass es Transparenz gibt, wer bekommt wie viel Geld, aber dass man auch in Zukunft schaut, dass Bürgerinnen und Bürger Einsicht bekommen, wohin das Geld fließt im Staat. Und so Anstand, es wird eben alles gefilmt, wie man bei Ibiza gesehen hat. Also man braucht ja, es kommt ja nicht die Kontrolle noch. Die Kontrolle kommt bei der Parteienförderung leider nicht, weil wir wissen nach wie vor noch nicht, woher der Sebastian Kurz seine 1 Million Euro für den Wahlkampf 2017 her hat. Sparer? Ja, das war ein sehr fleißiger Sparer und sehr kurzer Zeitraum. Wenn ich da noch einschneiden kann, wäre es für euch ein Thema, dass man Parteien mehr unter eine Art Wettbewerbskontrolle stellt? Definieren Wettbewerbskontrolle. So ähnlich wie das halt bei Unternehmen ist, die halt von der Wettbewerbsbehörde kontrolliert werden, wo dann eben geschaut wird, ob fair in den Wahlkämpfen umgegangen wird etc. Also was es definitiv braucht, ist eine stärkere Kontrolle durch den Rechnungshof. Und da gibt es derzeit viele Lücken im System, zum Beispiel, dass ich derzeit keinen Rechnungshofbericht abgeben muss, wie es die KPÖ Steiermark zum Beispiel macht. Die lässt sich aber Parteienförderung ja nicht kontrollieren. Das ist im Gesetz nicht definiert, dass ich das kontrollieren, dass ich es abgeben muss. Es gibt nur eine Sanktion, wenn ich sie zu spät abgebe. Da wird der Graubereich ausgenutzt. Und solche Graubereiche können unserer Meinung nach geschlossen. Und zusätzlich kann unserer Meinung nach jegliche Ein- und Ausgaben, die Parteien haben, wenn sie auf transparenz.neos.eu gehen, sehen sie, dass wir jeden Cent ausgeben. Sie können theoretisch sogar nachrechnen, für bei uns in der Neosphäre, in der Annenstraße, das Klopapier kostet. Und so würden wir sowas in dieser Art wünschen wir uns eigentlich von allen Parteien, dass sie endlich aufzeigen, wie viel Geld bekommen sie, woher bekommen sie Geld, wohin fließt die Geld, weil zum Großteil ist es Steuergeld und die Bürgerinnen und Bürger haben erstens sich verdient zu wissen, wie ihr Steuergeld verwendet wird und zweitens haben sie verdient zu wissen, welche Personen Parteien finanzieren. Mhm. Aber die KPÖ hat ja per se auch diesen Tag der offenen Bilanzbücher. Also ja. So ist es ja nicht, dass sie völlig intransparent sind. Das Minimum, das wir in Österreich haben, Kontrolle, ist die staatliche, institutionelle Kontrolle durch den Rechnungshof. Und das erfüllt die KPÖ nicht. Ich kann dir auch all meine Zahlen geben und kann irgendwas draufschreiben, theoretisch. Der Rechnungshof ist die Instanz, die kontrollieren muss und das wird bei der KPÖ nicht getan. Und wo kriegen wir Geld dann her? Also ich kann das nicht so aufregen, wo die KPÖ Geld hat. Naja, sie bekommt sicherlich die staatliche Förderung in der Parteiförderung, sehr viel Parteiförderung sogar. Es ist aber trotzdem im Gesetz eigentlich definiert, dass man den Rechnungshof diese Kontrolle ermöglichen lassen muss und das passiert dann nicht. Ist leider so. Eine abschließende Frage noch. Die Neos haben sich an der Europride beteiligt im Mai. Der Verein Rosi hat jetzt von allen Parteien, die sich eben da solidarisiert haben oder beteiligt haben, verlangt, dass sie entsprechend dieser sogenannten 10% LGBT und so weiter Bevölkerung auch dementsprechend mindestens 10% ihrer Kandidaten auf wählbaren Plätzen so positionieren, dass das eben Personen mit LGBT-Hintergrund sind. Das ist ja so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, die katholische Kirche verlangt, dass ich bei 75% Österreicher noch 75% der Abgeordneten mit katholischem Bekenntnis nominiere. Wie seht ihr das? Wir sind gegen jede Art der Quoten, es zählt, was man kann. Aber wir haben einige HDPI-Kolleginnen und Kollegen noch auf der Liste, also auf unserer Liste werden sie sicher glücklich werden, wenn sie das prüfen. Okay. Beweisführung abgeschlossen, Herr Kollege. Beweisführung abgeschlossen. Durchgekommen. Sehr gut. Dann freut sich, dass Sie alle da waren und falls es noch persönliche Gespräche gibt, sehr gerne. Aber ansonsten bis zum nächsten Mal. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.